Jo Leute, dieses Video muss ich ein bisschen schneller machen. Die letzten drei Videos waren über 10 Minuten. Also, heute ist der Untitled 4.3.2 Jailbreak rausgekommen. Es ist erster die Red Snow 0.9.6 RC14, also der Red Snow 0.9.6 RC13 Jailbreak rausgekommen. Aber der hat iPhone 4 nicht unterstützt. Und dann nach einer Stunde ungefähr oder weniger ist der Red Snow 0.9.6 RC14 rausgekommen. Der unterstützt jetzt iPhone 4 natürlich. Und dann je nach Betriebssystem müsst ihr entweder OS X Red Snow oder Windows Red Snow runterladen. Ich brauche Windows Red Snow, also klicke ich auf Windows. Dann wartet ihr und dann klickt ihr hier auf hier. Klickt ihr drauf. Wartet ihr ein ganz kleines wenig und dann speichert ihr es auf dem Desktop. Ich habe es schon, brauche es nicht. Und dann braucht ihr noch euer IPSW-File. Also, ich habe hier was. Wenn ihr es natürlich updatet auf iTunes, speichert es das IPSW-File wohin? Dazu habe ich euch hier was vorbereitet. Also, Computer und dann gibt hier von geht hier auf und also kopiert es ab Apple Data und bis iTunes kopieren einfach kopieren das könnt ihr vergessen. Also dann geht ihr auf Computer System und dann geht ihr so drauf und dann schreibt hier ein User warum? Ach so. User mit einem S. Users, dann geht ihr darauf und ab da kopiert ihr einfach die andere Zeile. Da gehört noch ein Backslash hin. Ab da kopiert ihr die andere Zeile und dann habt ihr es hier. Also hier so. Ihr seid auf C Doppelpunkt Backslash Users und dann ich heiße bei Users, ihr heißt Stefan oder so, weiß nicht, und dann geht ihr auf User und dann ab User gebt ihr die ein Backslash und das andere hier ein und dann je nach iPod, iPhone, iPad kommt hier das hier, wie viel haben wir hier schon? iPhone Software Updates, iPhone Dings Dings, dann geht ihr einfach auf euer iPod, iPad oder so Software Updates, dann geht ihr darauf, dann habt ihr hier Restore und dann tut ihr einen USB-Stick, wie neuer PC, Laptop, Mac, Intel, öffnet es und dann speichert ihr es, tut ihr es einmal auf euren USB rauf. Der Grund, dass ihr sollt es einfach nicht mit Resno gleich von iTunes Updates hernehmen, weil ihr braucht es ja wegen, wenn ihr euer iPod wiederherstellen wollt, iPhone oder iPad. Ah, okay. Und ja, jetzt kommt vom USB-Stick auf den Desktop. Macht es einfach. Ist besser für euren iPod, iPhone, iPad, wenn ihr es wiederherstellt. Ja, und dann, wenn ihr Red Snow, ich lösche mal das hier, runtergeladen habt, klickt ihr einfach hier in Packen. Und dann, ja, könnt ihr es entweder Eigenschaften und dann, nein. Eigenschaften und dann Kompatibilität, hier ein Haken, aber ihr könnt es auch ohne machen. Einfach hier als Admin ausführen. Ja, dann Browse
Und dann auf Desktop das hier auswählen. Er hat es gefunden, korrigiert oder wie das heißt, Patching Kernel. Also Internetverbindung braucht ihr dafür. Okay, und dann Install Studio. Ihr könnt auch allow Boot Animation. Aber ich gebe euch einen Tipp, erst Install Studio und danach macht ihr das. Und jetzt auf, ich tue mal USB-Stick raus. Jetzt einfach auf Next und dann tut ihr euer iDevice in den Dev-View-Mode. Es ist besser, wenn ihr es gleich tut. Also folgt meinen Anweisungen. Schaltet euer iDevice auf. Also euer iPhone, iPad oder iPod, ja. Und jetzt drückt ihr 3 Sekunden auf den Power-Button. 1, 2, 3. Jetzt Home-Button für 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt müsst ihr aus sein und unten weiterhalten für 15 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Die letzten 5 Sekunden sind zur Sicherheit und dann klickt ihr auf Next. Ich mache es jetzt nicht, weil ich es schon habe. Ihr könnt es machen. Und wenn ihr danach ein weißes Studio-Icon habt, dann ist es nicht Org, es Studio öffnet sich. Danach installiert ihr einfach eine Datei über 4 MB, aber lässt Studio erst da updaten alles und danach installiert. Bei manchen passiert es, bei manchen auch nicht. Es ist ein Anti-Jailbreak, keine Angst. Eine Datei über 4 MB installieren, zum Beispiel RedSnow. Wenn ihr es installiert habt und das Video-Icon noch immer weiß ist, installiert zum Beispiel Installos, die über 4 MB und wenn es da noch immer nicht geht, öffnet ihr RedSnow als Admin. Dann sucht ihr wieder eure Firmware hier aus. Next. Und keine Angst jetzt, jetzt wählen wir hier einfach. Es ist ein Anti-Jailbreak, das machen wir nur für Cydia-Icon. Cydia-Icon geht auch wenn es weiß ist, aber wir wollen es ja in Farbe haben. Just boot Tethered right now. Es ist ein Anti-Jailbreak, aber wenn das Cydia-Icon nach dem Installieren von zum Beispiel Barrel, Masks, oder Winterboard oder so noch immer weiß ist, dann just put tethered right now, klickt ihr next, schaltet euer iDevice wieder aus, dann 3 Sekunden Power Button, 1, 2, 3, mit Home Button 10 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Home Button noch immer halten für 15 Sekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Und ja, und dann auf Next klicken. Ich mach's nicht, mein Studio-Icon ist normal. Und dann habt ihr ein gejailbreaktes Gerät mit normalem Studio-Icon. Ja, das war's. Ich wollte es schon heute in der Früh machen, aber ich habe mein Gerät gejailbreakt von meinem Freund und so weiter. Ja. Und das war's halt von mir. Das Video ist wieder zu lang, aber egal. Tschüss Leute, auf Wiedersehen. Und von mir gibt's weitere Informationen, wenn der Jailbreak zum Beispiel für 4.4 oder so rauskommt. Tschüss.